Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach am Montag. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch zusammen. So, wir haben ja gestern aufgehört, gestern kamen sehr viele Informationen, da kam auch sehr viel Feedback zurück. Als allererstes, ich habe mich jetzt lauter gemacht. Na, ich habe mich lauter gemacht nochmal, ich hoffe, es ist in Ordnung so. Es ist ganz ein schmaler Grat zwischen, es ist okay und es rauscht und es zerrt und etc. Also, ich muss da noch die perfekte Mitte finden, aber ich glaube, für heute und morgen oder übermorgen wird es auch erstmal reichen. Aber ich kann euch sagen, wenn man jetzt nicht von dieser Materie kommt, das heißt hier Mischpult einstellen und da und hier und hast du nicht gesehen, dann ist das schon sehr, sehr aufwendig. Aber das ist schon krass teilweise, was du da alles einstellen kannst und brauchst und auch hör auf, du. Ich bin ins Güllebecken reingefallen. Agärrestebecken, sorry. Ich wollte noch mal ein paar Bäume fällen, weil das doch gestern einigermaßen gut Geld gegeben hat. Und wir werden natürlich auch dann gleich weitermachen mit unseren Feldarbeiten, keine Frage. Ich muss mal gucken, in den Kommentaren stand, ich sollte die auf 6 Meter schneiden, wäre wahrscheinlich besser. Weil mit 8 ist es doch zu viel, obwohl der Anhänger eigentlich 8 Meter hergeben sollte. Aber gut, lassen wir das mal so stehen, wie es ist. Da schneiden wir halt ein bisschen öfter. Und mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass es besser ist, wenn man mehrere kurze Stücke reinwirft, weil es doch mehr Geld gibt, als jetzt zum Beispiel ein ganzer Baum. Das wurde mir auch in die Kommentare geschrieben. Das müssen wir uns auf alle Fälle mal anschauen. So, dann machen wir hier nochmal mit 18 ungefähr. Wie gesagt, 19 ist es nicht so dramatisch. Und ja, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, es gab ein Stappenbach-Update. Das habe ich jetzt so nicht vernommen, aber gut, weiß ich das auch. Was jetzt da so besonders dran ist, muss ich mir erst anschauen, ob sich das lohnt, dass wir da umziehen. Keine Ahnung, weil das natürlich mit dem Umbau nicht so einfach, dass man den Umbau einfach auf die neue Version zieht und ja, so tun, als wie nichts gewesen wäre. Aber das müssen wir uns dann alles mal in Ruhe anschauen. So, die Abladeseite, fahren wir ein Stückchen vor. Ich habe das Abladen mal gestartet. Oh, ich hänge an der Tür fest, okay. Abladen starten. Warum startet er? Ach so. Aha. Okay, dann muss ich das... Ach, yo. Ich habe jetzt Abladen gedrückt und ich drückte gerade Abladen, geht nicht, weißt du? Okay, mit 6 Meter sieht es doch besser aus, habt ihr recht. Da habt ihr einfach mal recht, weißt du? So, ihr habt eigentlich sehr, sehr oft recht, ne? Das ist echt katastrophal teilweise, wie oft ich einfach daneben liege. So, geht das hier nicht rauf? Ist zu lang wahrscheinlich, ne? Schneiden wir nochmal ein Stückchen ein bisschen die Spitze ab. Jetzt hat er aber raufgezogen. Okay, gut. Genau. Und dann habe ich noch mit reingenommen, habt ihr mir empfohlen, so eine Art Verlängerung des Förderbandes, was eigentlich kein Förderband ist, sondern es ist nur so eine Stütze. Einmal das hier und einmal das hier. Wir versuchen mal das Große. Das Große ist aber lang. Wie sieht es beim Kleinen aus? Oh, das Kleine, glaube ich, reicht auch. Das sollte ich ungefähr hier ranbauen, wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Jetzt wäre halt guter Rat. Du siehst es halt nicht, ob das perfekt passt oder nicht passt, ne? Das ist ein bisschen problematisch, aber... Ja. Gucken wir mal nach, wie das so aussieht hier. Ja, voll daneben, guck mal. Ja, das können wir nochmal neu machen hier. Du siehst es halt nicht, das ist ein bisschen doof, das Ganze, ne? Aber mein Gott, was sollst du machen? Ist das... Na, natürlich ist es nicht ganz hinten, sondern irgendwo in der Mitte, da ist es. Verkaufen, ja. Machen wir nochmal. Komm, machen wir nochmal. Nee. Doch, das war das hier. Small, aber... So, das passt ungefähr. Dann schieben wir es einfach noch ein bisschen nach hinten. Ich würde sagen so, aber gucken wir nochmal nach. Ja. Es ist zu... Es ist... Nee, das ist, kannst du eigentlich komplett vergessen hier, weil das ist zu klein. Guck mal, der Höhenunterschied. Seht ihr das? Das ist zu klein. Wir können es mal stehen lassen und gucken, ob es funktioniert. Aber ich glaube, es ist zu klein, muss ich ehrlich sagen. So, lass mal das testen. Bändchen rummachen. So. Es wurde auch in den Kommentaren geschrieben, wenn ich das öfter mache, dann wäre vielleicht ein anderer Force-Anhänger gut. Wurde auch in dem Kommentar geschrieben. Aber das müssen wir mal testen. Das weiß ich noch nicht. Es war nur so eine Idee damals. Oder, ja, auch ein Vorschlag eurerseits, ne? Und deswegen wollte ich es einfach mal testen. Wenn es jetzt gut ist, läuft, dann machen wir es auch weiter. Wenn nicht, dann verkaufen wir es halt wieder, weißt du? Das ist bei mir sowieso, also wer LS hier guckt auf dem Kanal, der weiß, dass Testen eigentlich genau mein Ding ist.
was funktioniert, was geht, was ist möglich und so weiter. So, ich soll auch nicht zu viel nehmen, statt auch in den Kommentar. Haha, ha, ha. Okay, okay, lass. Muss ich den Modus ausschalten vielleicht? Das kann sein, warte. Nee. WLA. Nee, 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 nee. Zuklappen. Ah, okay, das ist hinten. Nee, das wollte ich auch nicht. So, so. Nee, das wollte ich auch nicht. Wo hängt er denn eigentlich fest hier? Abladeseite. Ich möchte es eigentlich nicht abladen. Ich wollte es direkt vom Anhänger nehmen. Geht das nicht? Ah, doch. Ich war noch ein bisschen zu ungeschickt. Okay. Man kennt ihn. Oh, oh. Ich wollte eigentlich... Oh. Das ist... Also bei der Poltergabel, ich hoffe wirklich, dass im 19er eine vernünftige Poltergabel dabei ist, ne? Weil das ist ja... Das ist ja unterste Abteilung hier. Nicht jetzt, weil das Gerät einfach schlecht ist. Ja, und es geht auch immer. Ah, das ist aber mein Problem. Okay, dann müssen wir das anders machen. Warte. Alter. Heute ist wieder so ein Tag, ne? Es ist ein klassischer Montag. So, mal vorsichtig reinlegen und gucken, ob das funktioniert. Ich glaube es ja nicht, ne? Muss ich ehrlich sagen. Oh, guck mal. Oh, guck mal, es funktioniert sogar. Okay. Ey, ich habe nichts gesagt, ne? Ich habe nichts gesagt. So, da schauen wir mal um hier. Das geht eigentlich voll gut, ne? Wie viel bringt das jetzt Geld? Das war jetzt so ein geschnittener Stamm, ne? Also, haben wir keine Anzeige, wie viel das Geld bringt? Das ist aber schade. Naja, gut. Wahrscheinlich ist es nicht der Rede wert. Oder wahrscheinlich... Ah doch, 1600. Ja, guck mal. Und von den Dingern haben wir aber zwei oder drei Stück mit, ne? Hier ist irgendwie eine Kollision drin. Seht ihr das? Sind die Rungen? Haben die so eine große Kollision hier verbaut? Ja, scheint so, ne? Krass. Weil ich muss mal Vorwärts-Rückwärts-Schaltung ausmachen. Ich hoffe, dass es besser funktioniert dann. So. Komm schon, komm schon, komm. Sollen wir gleich zwei mitnehmen? Das wird ein Spaß, ne? Oh, drei. Ne, warte mal. Machen wir mal das Ding zu da vorne. So. Das Problem ist, dass dieser Zinken da oben, ne? Der das Ganze runterdrücken sollte, der ist viel zu schmal. Ganz ehrlich, der hält ja gar nichts aus. Der muss viel massiver sein. Wenn nicht sogar ein zweiter so ein Ding nach unten drücken sollte. Es gibt Modgabeln, die sehr viel besser sind, das muss man wirklich sagen. Aber das gibt es ja immer, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das von der Länge her hinbekommen. Ja, das könnte eventuell passen. So, dann können wir das so runterlassen? Einmal mal versuchen, ne? Es wurde auf alle Fälle irgendwas reingezogen. Ich sehe gerade den Kontostand nicht, weil ich gerade auf das Ding gucke, aber... Ja, kommt schon was rein, ne? Also ganz wenig ist es jetzt auch nicht. So 10.000 sind ja fast gar nichts hier, ne? So, den machen wir noch rein, dann kümmern wir uns noch ein bisschen um die Feldarbeit. So, ah, das, der Anhänger ist nicht optimal. Ich bin einfach immer zu nah bei den Kollisionen. Alter, 4.600, das ist schon sehr viel Geld, ne? Ne, ich wollte eigentlich den hier machen. So. So, wie soll ich den jetzt in diesen nehmen hier? Hallo? Ich will da unten reinfahren. Das hat doch immer funktioniert. So, kommst du halt so raus. Sag mal, was ist denn los heute? Der Plan war gut, aber das war schon alles. So. Ich muss diese Mod... Muss diese Modgabel mit reinnehmen. Die Standardgabel, so leid es mir tut, Giants, aber die Standardgabel ist Müll. Bei der normalen, bei dieser Modgabel, die ich so die ich immer verwende, da kannst du schön Bändchen rummachen, das ist ganz easy. So, wie sollst du da jetzt unten reinkommen? Siehst du, und dann schließt das Ding oben nicht mal schön. Ne, ne, das müssen wir nächstes Mal anders machen. Das macht so keinen Spaß und das ist das Wichtigste im Spiel, dass es Spaß machen soll. So, der Kollege hier ist fertig, hat er gesagt. Das ist wunderbar. Da können wir gleich aufs nächste Feld rüberfahren. Rundumleuchte an. Alter, es ist so düster hier, ne? Katastrophal hier. Nee, nee, nee. So, wir werden den aber hier ansetzen. Also mit dem Rundkurs, das hat echt gut funktioniert. Das werden wir auch weiter so fortführen. Glaube aber wieder, dass ich die erste Bahn selber ziehen muss, weil das halt noch nie gut funktioniert. Aber ist egal, dann lassen wir die erste Bahn mal selber ziehen und dann schauen wir einfach weiter, oder? Glaube ich, ist ja ganz okay. Die Lösung ist eine akzeptierte Lösung.
So. Muss ich kurz WhatsApp gucken? Oh. Okay. Das heißt, wir werden hier einen Rundkurs anwenden. Wir müssen natürlich auch die Sämaschine wieder losschicken. Klarer Fall, weil... ich glaube, die steht am Hof. Die müssen wir auffüllen, ne? Die haben wir gestern... Genau. Die haben wir gestern noch am Hof gefahren und dann musste sie aber aufgefüllt werden, weil die war leer. Egal, also mit Dünger und Saatgut, glaube ich. Da war beides fast leer. Oder eines davon war schon leer. Genau, das müssen wir machen. Und hier müssten wir eigentlich noch ein bisschen für den Forst machen, ne? Weil... Hier ist ja Dschungel, würde ich fast sagen. Oh, oh. Die Sonnenblume vom Nachbarn, die müssen wir aber stehen lassen. Sonst haben wir hier Nachbarschaftsproblemchen, das ist nicht gut. Können wir auch von innen das Ganze machen? Ja, wenn du so in der Mitte der Bahn bleibst, dann geht's eigentlich so, ne? Ich habe jetzt gesehen, ich weiß nicht, am Wochenende oder war es am Freitag noch, ist die, wie heißt sie? Die Gams-Ding rausgekommen auf ModHub, ne? Sehr, sehr geil. Ich habe gedacht, das dauert noch länger, weil da waren wohl ein paar Mods vor. Aber die kam doch relativ zügig raus. Sehr, 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 sehr cool. Naja, muss also das gestrige Video noch mal ein bisschen auswerten, weil da wurde ja auch von mir angesprochen, neues Projekt, Gams-Ding, Simon, Boxer, weißt du, aber was jetzt rausgekommen ist, muss ich mir noch mal genau angucken. Weil nur weil jetzt zwei, drei Scheiben ja machen, weil ich muss halt alles auswerten. Nicht nur zwei, drei, sondern wirklich alle. Um wirklich eine breite Antwort zu bekommen, sagen wir es mal so. Wir werden jetzt gleich mal mit Helfer losschicken. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht genau, ob das schon funktioniert, aber probieren geht über studieren. Ne? Und dann wollte ich mal den anderen Flug ausprobieren. Ich wollte den unbedingt mal testen. Weil habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben, das war... Der hier war es, glaube ich. Den wollte ich mal testen. Da haben viele gesagt, mach das, der ist ganz gut. Den kannst du auch mit dem Fendt ziehen. Der Fendt hat, glaube ich, 200 PS, aber der schafft es auch locker, ne? 190, da brauchst du 140 für. Mal testen. Vielleicht einfach mal mieten, das Ding, und einfach mal gucken, ob es funktioniert. Weil es wäre halt auch cool, ne? Ich mag diese Originalpflüger, ne? Die mag ich halt einfach nicht. Also, mir ist der Sinn des Pflügens, ist mir vollkommen klar. Aber ich finde die Gerätschaften einfach nicht cool. Also, ich weiß, ne? Landwirtschaftstechnisch, ja, klar, macht man so. Aber ich finde es einfach nicht cool für die Simulation. Da muss ich mich jetzt einfach mal outen und einfach mal sagen, nö. Ist nicht so meins. Aber wir werden natürlich Alternativgeräte testen, versuchen, probieren. Und dann vielleicht findet man da ein geiles Ding, was uns besser passt. Aber ich werde es nicht sofort den Flug verkaufen und alles liegen und stehen lassen. Wir müssen zuerst testen. Und das, was vom Test rauskommt, das müssen wir dann als Resultat nehmen. Und dann schauen wir mal, was für Schlüsse wir daraus ziehen. So, dann machen wir hier mal den Helfer rein. Das müsste eigentlich klappen. So, genau, Herr Kollege, du warst hier gewesen. Ich hoffe, dass wir diese Woche zum Grasmähen kommen. Ne? Das habe ich letzte Woche echt schmerzlichst nicht vergessen, sondern einfach die Zeit nicht für gehabt. Weil halt wahrscheinlich wieder alles andere wichtiger war. Ne? Ja gut, man kennt mich. So, machen wir den... Oh, den Fronttank wollte ich eigentlich auswählen. Damit wir hier mal ein bisschen was reinbekommen. Oder wie fahren das mit dem Auffüllen? Manuelles Auffüllen? Ich wollte eigentlich automatisches Auffüllen haben. Kann ich das hier... okay. So geht das hier. Ja, läuft. Das war das große Feld, ne? Wir haben jetzt angesehen, Feld 72, 73. Das heißt, er muss die 70 und die 26 muss er noch machen. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dann... Oh, ich freue mich schon auf die Ernte, ne? Wir haben noch nicht mal fertig angesehen und ich freue mich jetzt schon auf die Ernte. Oh, Kinders. Das wird schön. Das wird richtig schön. Natürlich auch der Aspekt mit dem Forst, ne? 29.000, das ist schon... da ist auf alle Fälle Geld zum Holen im Forst. Kann ich aber sagen, du. So, wir können jetzt, glaube ich, das Feld hier vorne machen. Das Feld 70. Oder? Ja, guck mal, das ist eigentlich schon ready for takeoff, würde ich sagen. Ausklappen. Habe ich das Feld 70 schon mal als Kurs gemacht hier? Ja, guck mal. Ja, siehst du. So, dann machen wir jetzt einfach hier erster Wegpunkt. Dann müsste gleich wieder zusammenklappen. Sorry. Los. Habe ich den jetzt richtig gemacht? Ja, Dünger und 10. Alles gut.
So, genau, die Schäfchen. Wie geht's eigentlich unseren Schäfchen? Oh, oh. Das ist die erste Ecke. Nee, das ist die zweite Ecke, siehst du? Ob er das schafft? Ob er das schafft, ne? Aber dann sehen wir schon die Schwachstellen, wenn es jetzt irgendwie nicht funktionieren sollte. Oh, oh. Der Baum. Aber vielleicht kann das noch retten. Ja. Ja, doch, er hat es gerettet. Doch, ist okay. Ist okay. Gut, liebe Leute, ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr möchtet. Morgen wieder zu einer weiteren Folge Stappenbach. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.